seit letztem Jahr sind wir nach Abstinenz von 5-6 Jahren wieder hier auf der IBC, weil wir mit unserem neuen Produkt, der Silent Brick Library oder dem Silent Brick Drive, uns extrem gut in dem Workflow von der Videoindustrie wiederfinden. Weil wir per Konzept immer linear auf unsere Speiersysteme schreiben und linear und Video ist offensichtlich, das geht wunderbar Hand in Hand. Und jetzt haben wir eben nur ein paar Erweiterungen seit dem letzten Jahr, die wir hier vorstellen und den Leuten näher bringen wollen, weil wir uns in dem Bereich NAS noch erweitert haben. Und da gibt es aber wahnsinnig schicke Use Cases, die hier sehr, sehr viel Sinn machen. Zum Beispiel mit dem kleinen hier, das ist der Silent Brick Drive. Das ist relativ klein, hat aber trotzdem eine Kapazität von bis zu 32 Terabyte. Und das zum Beispiel in einem Ü-Wagen eingebaut, ermöglicht einen sehr, sehr einfachen Weitertransport. Wir haben die Sicherheit, die wir ja bieten, über diese Vierfachredundanz, das Audit und die EAC-Kodierung, im Medium. Das heißt, selbst das Verbringen von dem Brick ist enorm sicher. Gehen wir dabei Platten kaputt, ist nicht weiter passiert. Dass mehr wie 4 Platten, also 5 kaputt gehen, ist sehr unwahrscheinlich. Bis dahin, dass man natürlich den Brick auch mit Flash-Modulen bestücken kann. Also die Robustheit, die in einem Ü-Wagen gefordert ist, können wir perfekt abdecken. Wir haben ja durch die Linearität die Möglichkeit für ein sehr granulares Power-Management. Das heißt, alle Platten, die nicht im Gebrauch sind, abhängig zeitgesteuert nach dem letzten Lese- oder Schreibzugriff, werden komplett runtergefahren und somit haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr große Datenmengen im Prinzip online zu halten, ohne dass man die dauernd befeuern muss, was den Stromverbrauch und natürlich Kühlung, Lebensdauer sehr positiv beeinflusst. Mit dem kleinen Einsteigermodell können wir starten bei 7.500 Euro. Und dann ist natürlich nach oben kein Limit, je nachdem, aber die Zielsetzung ist immer bei uns, dass wir die Grenzkosten für jedes zusätzliche Terabyte so gering wie möglich halten. Und wir haben es geschafft, worauf wir auch sehr stolz sind, dass wir im Prinzip, wenn man mal die Infrastruktur, also den Server und den Controller weglässt, können wir sogar mit Band fast konkurrieren. Nicht ganz, aber ich sage mal, den Vorteil oder den Preisnachteil, der so gering ist, den können wir locker aufwiegen durch diesen Random Access, die dadurch mögliche Redundanzrechnung und damit natürlich enorme Einsparungen in Abbilden der Sicherheit, die gewünscht ist.